Und wie ist das Striking? Sehr gut, Ground and Pound. Wie immer, sehr gut. Eigentlich einer deiner Stärken, oder? Was denn? Ground and Pound, Striking. Kann man schon sagen. Ja. Boden, sehr aggressiv. Komplett. Treffsicher. Ja, montags erst einmal. Ja, jetzt kommt der Special Gast, ne? So, was bleibt Respekt, dir? Deine Videos sind gut, Bruder. Danke vielmals. Also. Was bleibt dir aus letzter Woche in Erinnerung? Wie war die Woche für dich? War ich im Urlaub mit, ja, mit der Family und Kids. Ich fühle mich, als wäre ein Truck über mich gefahren. Jeder, der Kinder hat, weiß Bescheid. Ich dachte, wir machen ein bisschen Sport heute. Hör doch mal auf. Letztes Mal, dass ich Sport gemacht habe, ist bestimmt 12, 13, 15 Jahre her. Wie bitte? Wirklich. Dafür hast du dich aber nicht schlecht in Shape gehalten. Geht. Ja? Unter dem T-Shirt sieht es ein bisschen anders aus. Du deshalb auch was Oversize verdeckt. Ja, ja. Meine Hochphase hatte ich 2016, 6 Jahre her. Ja, doch, da genau. Vor 6 Jahren war ich noch mal. Nee, das kann gar nicht sein. Auf jeden Fall so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Eintracht Frankfurt. Jawohl. Was ist deine Bezogenheit zum Kampfsport? Hast du selber auch partizipiert oder bist du einfach nur jemand, der gerne beobachtet seit Jahren? In erster Linie war ich schon mehr Fan, als dass ich selber was gemacht habe. Ganz früh habe ich mit Wing Chun ein bisschen gemacht, ein bisschen BJJ, ganz wenig Thai-Boxen. Was gefällt dir am Kampfsport? Irgendwann in der, wann waren das, dritte, vierte Klasse, kamen so die ersten Rocky-Teile. Ich war auch ein großer Box-Fan. Sugar Ray Leonard und keine Ahnung, die Tyson-Zeit. Da gab es auch die Zeit, auch wo die Leute mit diesen Kickbox-Hosen sogar rumgelaufen sind und die Kickbox-Schuhe auf der Straße. Ja, ja, in meinem Viertel war das Thema immer allgegenwärtig. Ja? Das irgendwann mal die gleichen Nudeln für mich. Durch. Welches Gebiet fahren wir? Nordweststadt. Na, na, na. Was für eine Gegend befinden wir uns hier und was bedeutet diese Gegend für dich? Hier sind wir in der Nordweststadt. Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Fünfte Klasse sind wir von Hausen. Das ist ein anderer Stadtteil in Frankfurt, da haben wir vorher gewohnt. Und in der fünften haben wir dann hier gewohnt. Ich habe eine Frage, warum machst du Foto? Ich habe früher hier gewohnt in dem Haus. Ah, Foto machen? Hier reparieren? Reparieren? Ja. Ich muss auch sagen, Nordweststadt war ja immer so, jetzt auch speziell hier, immer ein Brennpunkt gewesen, ne? Frankfurt. Hat man immer viel gehört. Also man hatte nicht so viele Perspektiven. Viele von früher, die ich kenne, haben es auch nicht geschafft und leben noch hier. Aber es ist möglich, ne? Es ist ja, es gibt immer einen Weg, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, ein bisschen schwerer hier der Start. Ich bin dann erstmal mit 22 ausgezogen und stand ab da auf eigenen Beinen. Und man hat halt einfach gehasselt und an seinen Traum geglaubt und daran gearbeitet. Wenn du da hoch mal, ganz hoch filmst, der zweite Balkon, das war unser Balkon. Und da habe ich meine ersten Texte geschrieben und die ersten Schritte sind alle da entstanden. So, ne? Meine Mutter hat mir zum Glück auch sehr viel Freiraum gelassen, mich zu entfalten. Ich durfte sogar unseren Balkon besprühen mit Graffiti und sonst was, weißt du? Ja, ne? Ich war 9 Monate alt, als ich nach Deutschland kam und meine Eltern wollten hier studieren. Das war einer der Beweggründe. Hat es geklappt? Ja, meine Mutter hat ihr Studium hier beendet und ist Diplompsychologin. Mein Vater musste arbeiten und hat sein Studium nicht beendet. Das war wirklich sehr schön. Es gab hier keine Spaltungen und Gruppierungen hier, die Deutschen da und da, die Türken und da, die, keine Ahnung, Marokkaner. Es war immer ein großes gemeinsames Kollektiv. Das war immer sehr schön. In Dietzenbach früher, wo ich klein war, die haben Lamm auf dem Balkon geschlachtet. Ja, siehst du mal. Das gab's hier nicht, ne? Wer weiß. Wer weiß.
mein Trainer war irgendwann mal am Rand. Ja, ihr müsst den Stuhl umdrehen. Warte, dass der Stuhl zusammenbricht. Nein, nein, das schafft er schon. Oder hier bin ich. So, warte, warte. Kurve, ich hänge. Jawohl. Rauchen, ne? Ja, ja, ganz wichtig. Und fühlst du dich wie im Urlaub? Oder? Wie im Urlaub, aber brutal. Das ist richtig schön. Ey, jetzt gefällst du mir. In 3 Stunden hole ich dich hier wieder ab. Hier befinden wir uns an der Shell-Tankstelle Erich-Ollenauer Ring, also der Kreisel um das Nordwestzentrum. Treffpunkt. Gerade am Wochenende geht es hier ein bisschen rund, trifft sich hier, trinkt ein bisschen was. Auch wenn ich mich verabrede mit Leuten aus anderen Städten, ist es eigentlich, die werden lachen und sagen, ach, hier treffen wir uns immer mit dem. So mein zweites Büro, also sozusagen hier. War ich mit meinem Hund damals im Nordwestzentrum, war noch ein bisschen unerfahren, was die ganze Hundethematik betrifft. Hab dann einen entfernten Kumpel aus einem anderen Stadtteil getroffen, der hatte auch einen Pidi und der hat mir versichert, sein PD ist cool. Ich sage, okay, komm, lassen wir die spielen. Haben wir die spielen lassen. Nach, keine Ahnung, 5 Minuten haben die sich in die Wolle gekriegt. Es gab leider ein riesen Massaker dann. Im Nordwestzentrum drinne war auch die Polizeistation. Und zu der Zeit war es auch schon etwas häufiger der Fall, dass von meinen Freunden Hunde erschossen wurden von der Polizei. Und dementsprechend war ich dann auch so, hatte ich Angst, dass die jetzt jeden Moment kommen, weil die Entfernung ja sehr kurz war, dass die vielleicht kommen und mein Hund erschossen wird. Also sind wir dann sehr schnell aus dem Zentrum abgehauen. Der Drogenhandel war leider Gottes bis heute auch immer ein Thema hier im Viertel. Gab es auch die ein oder andere Schießerei sogar. Bei einer war ich auch dabei in unmittelbarer Nähe, sodass die Hülle von demjenigen, der abgefeuert hat, bei mir im Sweatshirt gelandet ist. So in die Richtung gab es einiges Holz. Nicht gut für die Figur. Guck mal, wie ich aussehe. Linie 1. Linie 1. Soll ich so aussehen? Sind wir wieder zu Hause? Gott sei Dank. So, noch jemand hat sich angeschlossen. Feierabend jetzt, ja. Für all die dich jetzt schon seit über einem Jahr in den Blogs kennen, was ist eigentlich dein Job? Freund und Helfer. Ja, Freund wie Helfer. Kommt ja nichts mehr raus. Das ist hier so Spezialzähne. Ach doch, schon drin. Ja, das ist gut, lass sie so drinnen. Was sagst du zu den Zähnen? Total. Pferdezähne sind das. Grenzt das nicht an Betrug? Doch, sonst ist es nicht. Ah, perfekt, gell? Ich schwör bei Gott, ich hab gar keine Ahnung. Guck mal. Spürst du das? Findest du die Zähne? Ich hab die nur bestellt, aber auch Spaß. Aber das ist nicht schlecht für abends. Weißt du? Das geht drum. Für passen. Abends. Ja, einfach so. Für Abend. Die sehen aus, als ob sie 3 Euro gekostet haben. Ein Kaugummi-Auto war das, die gezogen. Ich wollte mich anmelden. Herz schlägt direkt höher. Ja, ne? Ich will direkt auf die Matte. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja, es waren immer so Stationen. Ne? Eine kurze Zeit lang BJJ, kurze Zeit lang Thai-Boxen, aber auch wirklich sehr kurz. Am meisten Spaß hatte ich beim BJJ. Findest du es wichtig, dass Menschen eine Bezogenheit zu Kampfsport haben? Also ich finde, mir hat es sehr viel gebracht. Selbstdisziplin. Kampf ist, denke ich, etwas, was sich durch das ganze Leben zieht. Egal in welcher Art und Weise. So. Warum hast du irgendwann diesen Faden zum Sport verloren? Einfach aus Mangel an Zeit, weil ich immer zwischen der Arbeit, meiner Musik und der Passion, dem Kämpfen hin und her switchen musste und irgendwann einfach die Zeit war, wo ich mich wieder ein bisschen mehr in die Arbeit und die Musik reinhängen musste und wollte. Die wichtigste Frage habe ich heute noch gar nicht gestellt. Wie oft hast du dich eigentlich in deinem Leben schon gehauen? Gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Gar nicht so oft. Besser, ne? Ja, ja, ich war eigentlich schon eher so der dem Streit aus dem Weg ging. Wenn es natürlich nicht anders geht, dann geht es nicht anders, aber ich habe das selten selber gesucht. So. Die meisten, fast alle Male, wo ich mich geschlagen habe, habe ich nur jemandem geholfen. Selten wegen mir selber. So. Taktik, Bruder, ehrlich gesagt, gab es damals keine Taktik. Ging einfach wild los. So, ne? Bloß nicht vergessen, das Preisschild abzumachen. Nachschub erstmal geholt, weißt du? Manchmal hast du den Kopf auch nur zum Haare schneiden. Hast du dein eigenes Supplements vergessen? Nee, du hast mich wieder daran erinnert. Das ist das große Problem. Ich kann nicht alles machen. Ja, ja. Wir bleiben in Kontakt, ne?
Mich auch für schon. Geil, geil, ehrlich. Ich wollte diese Jacke unbedingt haben, ich finde sie richtig geil. Ich schenke sie dir. Passt mir doch gar nicht. Ihr seid, ihr habt ja Kinderkörper. Passt hier nicht. Wir befinden uns wieder in der Wettkampfvorbereitung. Wir müssen Gewicht machen, lassen uns aber unseren Geschmack heute mal nicht nehmen. Die ESN-Chips haben unter 200 Kalorien und fast 20 Gramm Eiweiß. Die eignen sich ideal zum Abnehmen. Schaut bei ESN Food & Snacks vorbei. Dort findet ihr viele Sachen, die das Leben in der Diät einfacher machen. Von Pancakes, Waffeln bis über ESN-Schokocreme. Top-Sachen dabei. Mit dem Code Eckerlin gibt es bis zu 10% auf alle Sachen bei ESN. Das Intervalltraining. Hört den Puls hochfahren, runter. Am Anfang nicht zu viel. Wir sind jetzt in der dritten Woche Vorbereitung. Bis dass der Körper dann irgendwie verschwindet. Gleis meldet oder so. Alles im Rahmen und dann die letzten vier Wochen muss man dann noch ein, zwei Schippen drauflegen. Aber da seid ihr mit dabei. Letzten Sekunden. Sekunden? Oder? 30 Minuten? Ja, eine Stunde. Ach, eine Stunde. Sehr schön. Falscher Alarm. Falscher Alarm, ja. Tut dir der Arsch nicht weh nach einer Stunde Sattel? Ja, doch, jetzt wird ein bisschen. Schon, ne? Immer hin und her rutschen. Ja. Alles Gefühl, ne? Ja. Nur der Arsch drin. Nächstes Mal Fahrradhose anziehen. Ja. Gut. Alter, das ist doch eine Fahrradhose. Wer kleidet denn die Scheine, Alter? Das hat Fabio Schäfer noch nicht gedacht. Das war doch gleich.